darf ich vorstellen, das hier ist einer der jüngeren Brüder von Daisy und wir schauen uns heute mal den T6 im Vergleich zum T2 an. Wir sind Julia, Sven und Felix, Vollzeitreisende und für gewöhnlich mit unserem VW T2 Oldtimer-Bus Daisy unterwegs. Vor ein paar Wochen haben wir unsere 50 Jahre alte Dame gegen ein nur 5 Monate junges, spritziges T6-Modell eingetauscht, dem Dreamer der Campervermietung Ventopia, mit dem wir das wunderschöne Norwegen bereist haben. Hoch oben im Norden, auf den Lofoten angekommen, wird es nun Zeit, Bilanz zu ziehen. Welcher Bus hat in Sachen Komfort, Optik, Fahrgefühl oder Elektrikausbau die Nase vorn? Unser eigens ausgebautes Oldtimer-Baby oder das schicke und zuverlässige Nachfolgermodell? Und so viel sei verraten, das Ergebnis fällt anders aus, als man wahrscheinlich denkt. Fangen wir erstmal mit den grundlegenden Fakten an. Julia hat es gerade schon gesagt, es ist ein T6, genauer genommen ein T6.1, ganz frisch aus dem Ei gepellt von 2023, also nur ein paar Monate alt. Diese Motorisierung mit 2 Liter Hubraum und wenn wir das mit Daisy vergleichen, sie ist 50 Jahre alt, hat 1,6 Liter Hubraum und ist ein alter Benziner. Dadurch ist es natürlich auch deutlich sparsamer, mit so einem Auto hier unterwegs zu sein, aber zum Fahrverhalten später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal den schönsten Teil des Autos an, und zwar den Innenraum. Kommt mal mit. Also das Coole ist natürlich, dass wir hier ein Pop-Top-Dach haben. Das heißt, selbst wenn man drin ist, kann man sich perfekt hinstellen. Tada! Wir starten den Vergleich jetzt erstmal direkt mit dem Allerwichtigsten bei so einem Camper, und zwar die Schlafsituation. Das Dachzelt lässt sich super einfach hochklappen, und zwar, nachdem die Spanngurte gelöst sind, muss man das einfach nur noch ein bisschen nach oben drücken und durch die Hydraulik fährt es sich dann selbst hoch. Und damit man dann auch aufstehen kann, falls man das Bett nicht nutzen möchte, kann man die Decke einfach hochdrücken und so bleibt sie dann auch. Wir krabbeln einmal nach oben und da bin ich auch schon im Bettchen. Vorne haben wir auch noch mal so super praktische Leselampen mit USB-Steckern, damit man sein Handy über Nacht laden kann. Das Dachzelt hat ein paar Fenster. Kann man so machen, wie man möchte. Und das absolute Highlight hier oben ist das Panorama-Dachzelt. Hier sind nämlich 2 Reißverschlüsse und die kann man komplett aufmachen. Das heißt, dass man sozusagen im Freien auf dem Dach liegt. Aber das ist nicht das einzige Bett, denn wir könnten in dem Dreamer theoretisch auch unten schlafen. Kommt mal mit. Die Sitzbank hier hinten dient nämlich nicht nur als Couch oder, wenn man möchte, auch für zusätzliche Fahrsitze. Man kann nämlich auch zu viert unterwegs sein oder falls man einen fetten Hund hat, der den Beifahrersitz während der Fahrt einnimmt, dann kann man sich auch nach hier hinten verkrümeln. Man kann das Ganze nämlich auch als Bett ausziehen. Dafür muss ich nur den Hebel hier runterdrücken und das Bett zu mir ziehen. Für den zweiten Teil ziehe ich einfach hier runter und klappe das Ganze zu mir. Hier hinten befinden sich jetzt die Topper. Hier haben wir allerdings ein paar Klamotten draufstehen, deswegen ziehe ich das jetzt nicht komplett aus. Aber ihr könnt es euch vorstellen, hier können 2 Leute ganz komfortabel drauf liegen. Und es ist sehr bequem. Dadurch, dass wir in unserem T2 nur eine Schlafmöglichkeit, und zwar die unten haben, müssen wir immer ziemlich viel Zeug hin und her bewegen, was dann im Kofferraum ist. Und hier kann man tagsüber den Kofferraum problemlos nutzen und abends dann halt einfach aufs Dach krabbeln und dort schlafen. Das macht vieles wirklich sehr viel leichter. Demnach bekommt der T6 Dreamer von Ventopia in der Kategorie Schlafmöglichkeit 1 Punkt und unser T2 Daisy geht leider leer aus. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt, und zwar der Innenausstattung. Also wir haben hier auf jeden Fall alles, was man so braucht. Super praktisch einen Gasherd mit 2 Platten, den wir echt jeden Tag benutzen. Hier ist sogar auch eine Grillplatte integriert. Der Gasherd ist nicht fest, das heißt, man kann ihn auch mitnehmen nach draußen und dort kochen, wenn man möchte. Hier ist ein kleiner Kühlschrank, der aber gar nicht mal so klein ist, weil er ist ein Platzwunder, super energieeffizient und hat sogar ein Kühlfach. Und dann gibt es hier natürlich noch alles, was man so an Kochequipment benötigt. Das finde ich so cool. Alles schön einsortiert, damit auch nichts klappert während der Fahrt. Hier sogar extra integrierte Besteckfächer. Und damit die Schubladen während der Fahrt nicht aufgehen, drückt man einfach einmal kurz rein. Will man es wieder aufmachen, drückt man drauf. Hier oben ist so ein praktisches System verbaut für die Tassen und Gläser. Die klappern auch nicht während der Fahrt und es sieht echt schick aus. Und auch hier ist noch ein zusätzliches Fach für Geschirr. Da haben wir aber allerdings einiges gerade in Benutzung, deswegen sieht das so leer aus.
Wenn man sich den Camper mietet, hat man außerdem super viel Stauraum für seine eigenen Sachen, weil dieses Fach, dieses Fach, dieses Fach, dieses Fach, der Kofferraum logischerweise und dieses Netz hier oben sind alle leer und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, wir haben es gut vollgestopft, also es ist echt richtig praktisch. Und das habe ich ganz vergessen, hier ist nochmal zusätzlicher Stauraum. Im Allgemeinen ist der T6 auf jeden Fall größer als der T2. Trotzdem hat unsere Daisy nicht unbedingt weniger Stauraum als dieses Fahrzeug hier, weil wir die Schranksysteme an den Seiten immer hochgezogen haben. Also wir haben, glaube ich, einen Schrank mehr und dadurch, dass die alle bis hier oben gehen, können wir echt einiges unterbringen. Eine Sache, die ich hier nicht so ganz optimal finde, ist das etwas zu klein geratene Waschbecken. Wenn man sich hier die Hände wäscht, dann spritzt es schon ein bisschen voll, wenn man da nicht super vorsichtig ist. Und zum Abwaschen ist es auf jeden Fall auch viel zu klein. Dafür gibt es dann eine Abwaschtasche. Und nicht zu vergessen ist der Esstisch. Wenn wir den Teppich hier beiseite ziehen, sieht man schon die Vorrichtung. Hier hinter dem Fahrersitz ist er verstaut. Und dadurch, dass man den Tisch ausklappen kann, kann man trotzdem noch problemlos ein- und aussteigen. Und hier findet sich genug Platz, um zusammen zu essen oder auch einfach zu arbeiten. Alles in allem würde ich sagen, was die Innenausstattung betrifft, hat Daisy auf jeden Fall eine deutlich größere Spüle, was für uns praktischer ist im alltäglichen Leben. Und auch ihr Tisch lässt sich leichter aufbauen, weil er halt schon direkt an der Wand integriert ist. Man muss ihn mit einem Handgriff nur hochziehen. Diesen hier muss man halt immer aus der Ecke ziehen. Und teilweise, wenn man faul ist, so wie wir, dann baut man ihn halt erst gar nicht auf. Daher bekommen beide, also der T6 und der T2, einen Punkt für die Innenausstattung. Kommen wir zum dritten Punkt unseres kleinen Vergleichs, und zwar der Optik von außen. Also schauen wir uns den Dino mal ein bisschen genauer an. Und was können wir sagen? Es ist halt ein T6. Unter den Autos, die hier so durch die Straßen fahren und die als Vans ausgebaut wurden, muss man sagen, dass so ein T6 natürlich echt moderner, schnittiger und auch einfach cooler ist als viele andere Modelle. Und man muss auch sagen, dass Vintopia sich hier viel Mühe gegeben hat mit den ganzen Details und mit der Optik, die hier angebracht wurde, die doch recht minimalistisch und individuell ist. Trotzdem muss man sagen, dass es doch ein recht typisches Modell ist, was man sehr häufig sieht. Also es ist doch irgendwie auch nichts Besonderes. Natürlich bin ich ein bisschen befangen, weil ich Oldtimer einfach schön finde. Aber wenn ich mit Daisy unterwegs bin, merke ich einfach, das Auto ist individueller, wir werden ständig angesprochen, die Leute lächeln. Und ich persönlich, es ist natürlich Geschmackssache, aber ich persönlich finde den Bus, den T2, einfach viel schöner, viel süßer einfach auch. Und Felix anscheinend auch. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, aber deswegen kriegt in der Kategorie Optik Daisy, also unser T2, den Punkt. Camping bedeutet ja in den meisten Fällen auch ganz oft einfach mal draußen zu sein. Und demnach besprechen wir jetzt mal, wie es mit der Außenausstattung dabei ist. Wenn man sich nämlich so einen Dreamer oder einen Camper im Allgemeinen von Vintopia mietet, ist da echt einiges an Material mit dabei, was man nutzen kann. Ich zeige euch mal eben den Kofferraum. Hier haben wir echt super viel Stauraum. Das hier sind jetzt zum Beispiel die Cover für die Frontscheiben, aber auch noch eine Kabeltrommel, unsere Stühle, die schon aufgebaut sind, dann noch ganz viel Zeug, was wir selber mitgebracht haben, wie Klapptisch und alles Mögliche, was man so braucht. Hier ist zum Beispiel noch zusätzlicher Stauraum. Das Fach haben wir jetzt komplett für Felix verbraucht. Und was auch mega praktisch ist, ist, dass hier eine Außendusche verbaut wurde. Also wenn das Wetter es erlaubt und man seine Zeit draußen verbringen möchte, nicht so wie wir gerade hier im kalten Norwegen, kann man theoretisch auch die Markise ausfahren und sich hier einfach nach draußen setzen. Übrigens, wenn man bei Vintopia einen Camper mietet, gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man noch dazu buchen kann, wie zum Beispiel ein Stand-Up-Paddle oder sogar ein Kajak, voll crazy. Also für jeden ist da auf jeden Fall das Passende dabei. Und wenn wir sonst mit Daisy Vollzeit unterwegs sind, haben wir auch wirklich jeden Kram dabei. Also alles eigentlich, was ihr hier seht, haben wir in ähnlicher Ausführung auch. Sogar ein Stand-Up-Paddle und eine Hängematte ist auch irgendwie untergebracht. Manchmal frage ich mich selber, wie wir das da alles reinquetschen können. Nur die Markise fehlt bei uns, aber haben wir jetzt ehrlich gesagt auf diesem Trip zum Beispiel auch noch nie benutzt. Demnach würde ich sowohl dem T6 als auch dem T2 einen Punkt geben, was so die Außenausstattung fürs Camping betrifft. Wie sieht das Ganze denn fahrtechnisch aus? Also kommen wir zum praktisch wichtigsten Teil dieses Autos.
wie fährt es sich? Und da muss man natürlich sagen, wir haben hier ein brandneues Auto. Es ist ein Diesel, der fährt und fährt. Wir sind jetzt 3000 Kilometer hier unterwegs gewesen, haben zweimal getankt, also sparsam ist er auch. Und mit dem werden wir wahrscheinlich die nächsten 50.000 Kilometer unterwegs sein und er wird nicht ein Problem bekommen. Natürlich kann man Pech haben und es passiert irgendwas bei diesen modernen Autos mit dem ganzen Computerschnickschnack und so weiter. Aber ich habe absolut gar keine Bedenken, mit diesem Auto hier unterwegs zu sein. Und wenn wir jetzt mal auf Daisy kommen, unseren T2, da muss man leider sagen, dass das Ganze nicht so einfach ist. Wenn ihr unsere Videos schon mal geguckt habt, habt ihr vielleicht auch gesehen, dass wir schon das ein oder andere Mal liegen geblieben sind. Das Auto ist einfach 50 Jahre alt, deswegen passiert einfach öfter mal was im Motor oder sonst wo, was dann halt repariert werden muss. Natürlich gibt es die Einzelteile auch einfacher zu besorgen und man kann das auch selber wechseln. Man muss nicht direkt irgendwie in eine Werkstatt, wenn man es kann. Aber es ist einfach allen an und für sich unzuverlässiger. Dieser Trip, den wir jetzt hier gemacht haben, wir sind innerhalb von einer Woche über 3000 Kilometer gefahren, Serpentinen hoch und runter. Ich habe absolut gar keine Bedenken. Wenn wir das mit Daisy gemacht hätten, hätten wir da uns erstmal doppelt, dreifach mehr Zeit einplanen müssen. Und wahrscheinlich wäre sie auch das ein oder andere Mal liegen geblieben. Oder nach dem Trip hätten wir die Bremsen wechseln müssen, den Motor komplett neu überholen müssen oder sowas. Und der hier würde den Trip wahrscheinlich 15 Mal hintereinander schaffen, ohne Probleme. Heißt in der Kategorie Fahren, kriegt natürlich der T6 hier klar und deutlich den Punkt. Weiter geht's mit dem allgemeinen Komfort, T6 versus T2. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass dieses Auto hier doch schon einige Vorteile hat. Wir haben es gerade heute Morgen gemerkt. Und zwar ist es draußen super kalt. Sommer in Norwegen bedeutet leider, dass es mal so nachts 6 Grad sind. Also doch schon etwas frisch. Und so eine Dieselstandheizung ist schon was Feines. Ich weiß noch, dass wir in Daisy jetzt, als der Sommer in Italien noch nicht so wirklich angefangen hat im Frühling, echt oft mit unseren Winterjacken da saßen und uns den Poppes abgefroren haben. Und ja, sowas hier zu haben, ist schon super praktisch. Außerdem im Oldtimer gefriert uns öfter mal die Decke, wenn es nachts kalt ist, oder die Seitenwände, Fenster werden von innen feucht durch die Luft, die wir ausatmen. Hier haben wir damit überhaupt gar keine Probleme. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich sitze falsch rum, denn dieser Sitz lässt sich drehen. Das heißt, fahren tut man logischerweise ganz normal, aber wenn man hier halt am Tisch sitzen möchte oder einfach den Innenraum ein bisschen größer gestalten möchte, dann dreht man den Sitz um und kann sich das ermöglichen. Demnach wieder eine klare Kiste. Der Punkt zum Thema Komfort geht ganz eindeutig an den T6. Last but not least, auch nicht zu unterschätzen bei einem Camper, die Elektrik. Wir haben hier im T6 so ein kleines Kontrollpanel. Das heißt also, wir haben auch eine Bordbatterie verbaut und hier wird immer angezeigt, wie viel Power noch drauf ist. Und wie gesagt, auch hier diese kleine Standheizung. Außerdem haben wir jede Menge Lichter, die wir benutzen können. Dann wird natürlich der Kühlschrank betrieben und unser Wasserhahn hier, der betreibt auch durch die Pumpe hinten die Outdoor-Dusche. Dann haben wir hier unter dem Beifahrersitz noch ein weiteres Outlet und eine gewöhnliche Schuko-Steckdose. Diese Steckdose funktioniert allerdings nur, wenn von außen der Landstrom angeschlossen ist. Deswegen haben wir bei Ventopia zusätzlich noch das Work-and-Travel-Paket gebucht. Das umfasst diese portable Batterie oder Batteriestation, wo man dann seine Steckdosen anstecken kann oder USB-Stecker und so weiter. Das Ganze kann auch über Landstrom geladen werden oder über ein Solarpanel. Wir sind auf unserer Reise hier wirklich sehr stark auf dieses Teil angewiesen gewesen, weil wir ja ständig mit unserem Laptop arbeiten und so weiter und der dann auch geladen werden muss. Das Elektrik-Setup von dem T6 hier hat keinen Wechselrichter verbaut. Das heißt, wir können unseren Laptop auch tatsächlich nur über diese Powerbank hier laden. Haben wir auch öfter gemacht. Es sei denn, man geht auf den Campingplatz und schließt Landstrom an. Das haben wir auch einmal gemacht, aber für gewöhnlich stehen wir autark irgendwo in der Natur. Wenn man aber ganz gewöhnlich mit dem Auto in den Urlaub fahren möchte, wird man hier gar keine Probleme haben für Kameras oder Handys laden. Das Auto hat nämlich einen Ladebooster verbaut. Das heißt, wenn man fährt, lädt die Bordbatterie und es ist auch ein Solarpanel auf dem Dach angebracht. Als wir unseren T2 Daisy ausgebaut haben, haben wir unseren Augenmerk tatsächlich auf den Elektrikausbau gelegt, damit wir jetzt auch unterwegs, wie gesagt, unseren Laptop laden können. Wir können auch einen Föhn betreiben. Wir haben eine Kaffeemaschine verbaut. Das heißt, es ist wirklich ein unschlagbares Setup, was wir da drin haben, mit dem wir tagelang ohne aufzuladen unterwegs sein können. Und deswegen müssen wir ganz offen und ehrlich sagen, dass dieser Punkt in der Elektrik an den T2, unsere gute alte Daisy, geht. Wow, Sonnenschein hier auf den Lofoten. Ich kann gar nichts sehen, man mag es kaum glauben. Jedenfalls sind wir jetzt am Ende unseres Videos und unseres Vergleichs angelangt und laut dem aktuellen Punktestand hat der T6 mit 5:4, war richtig, oder? Ja.
Der T6 hat auf jeden Fall gewonnen. Im Alltag muss man einfach sagen, es ist ein praktischeres Auto, wenn einem das nicht so wichtig ist, wie es aussieht oder dass es irgendwie super, was super Besonderes ist. Bei uns muss man halt auch einfach sagen, wir machen viele Fotos, Videos und so weiter. Daher haben wir halt uns ja besonders den T2 ausgesucht, weil der halt so schön einfach ist. Aber wenn man nicht liegen bleiben möchte und nachts ruhig schlafen möchte, dann macht das hier auf jeden Fall deutlich mehr Sinn. Vor allem, wenn man halt nur einen kurzen Urlaub hat von 2 Wochen oder so, sage ich jetzt mal, und so viel wie möglich sehen möchte, einfach was erleben möchte, ein zuverlässiges Gefährt haben möchte, dann kann ich euch sehr empfehlen, mal bei Ventopia vorbeizuschauen. Die haben verschiedene Campermodelle. Das hier ist jetzt das mittelgroße, es gibt aber auch noch einen größeren und einen kleineren und damit kann man echt unterwegs sein und richtig was erleben. Uns wird dieser Trip mit dem T6 auf jeden Fall für immer in Erinnerung bleiben, weil wir den ohne das Auto überhaupt so gar nicht hätten machen können. Trotzdem wird Daisy für immer die Siegerin in unseren Herzen bleiben. Und das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder ein Pfötchen nach oben. Und abonniert den Kanal, würde uns sehr freuen und auch sehr viel weiterhelfen. Wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Ciao, ciao!